bin bei der Helmut Gerlach und bin 1947 nach Knechtingen gekommen, in der Zeit, als das Gymnasium zum ersten Mal nach dem Krieg wieder neu eröffnet wurde. Ich bin Livia Bauer, 11 Jahre alt, bin seit 2021 am Norbert-Gymnasium und gehe in die 5a. Ja, also ich heiße Sarah Sommergalski, ich bin 14 Jahre alt und besuche momentan die 9D. Mein Name ist Sven Wollner, ich bin 18 Jahre alt und jetzt in der Q2 und seit 2019 hier in der Schule in Knechtingen. Mein Name ist Leonardo Jiang, ich bin auch in der Q2 und ich bin seit 2014 an Norbert-Gymnasium Knechtingen. Ja, und dann hörte ich davon, dass Knechtingen eröffnen sollte, das war 1946 stand das in der Zeitung. Bei mir war das immer so, dass mein Bruder noch von der Schule nach Hause gekommen ist und dann halt erzählt hatte, wie es war und wie er damals aufgenommen wurde. Und ich fand das aber klasse, dass das soziale Umfeld einfach so angenehm war. Und dann dachte ich für mich, okay, das klingt ganz, da sehe ich mich auf jeden Fall, das ist eine gute Idee. Ich kannte das Norbert-Gymnasium schon vorher, weil dort die Patennichte von meiner Mutter hier hingegangen. Ich habe das meinen Eltern erzählt. Denn mit Bedingung zur Aufnahme war, dass man den Wunsch hatte, Priester zu werden. Als ich mich hier angemeldet hatte, also meine Eltern hatten mich natürlich angemeldet, aber ich musste so einen Brief schreiben. Und dann wurde ich halt hier zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Das war eigentlich wirklich sehr nett. Also ich bin halt ins Büro gekommen und es war wirklich, also ich hatte schon Respekt, weil ich habe auch so gehört, oh, das sind sehr strenge Aufnahmekriterien und so. Aber es war wirklich sehr nett und er hat halt auch nicht mit meinen Eltern geredet oder so, sondern wirklich nur mit mir. Wir kamen einfach hier hin, meine Mutter hat mich hier hingebracht. Ich sagte noch, als wir durch die Allee gingen, die von Klosterhof zum Kloster geht unterwegs, sagte sie noch zu mir, sollen wir nicht wieder nach Hause gehen? Da habe ich gesagt, nee, jetzt habe ich das entschieden, jetzt gehen wir hin. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass meine Eltern damals beim Besuchen an dieser Schule sich gedacht haben, boah, wow, okay, das sieht einfach besser aus als unser Gymnasium hier in Bedburg. Deshalb. Also ich fand die Lage hier toll, weil es ist ja direkt Wald. Der springende Punkt war zu sagen bei mir, dass ich die Schule so schön fand. Also ich fand die so beeindruckend. Ich glaube, dass wir um 6 Uhr aufgestanden sind, das heißt, wir waren ja in 3 verschiedenen Schlafsälen untergebracht und dann kam der Direktor oder einer der Erzieher und machte Krach, damit wir aufstehen konnten. Ein Schultag beginnt für mich um 6 Uhr, dann muss ich aufwachen, aufstehen tue ich da noch nicht. Dann fahre ich mit dem Schulbus los um 7 Uhr, kurz nach 7 und bin dann 7.30 Uhr hier. Es wurde gefolgt durch das Morgengebet hier im Studiersaal, in dem wir jetzt sitzen. Und danach war die Heilige Messe in der Kirche. Dann bis zum Frühstück, das war so eine knappe halbe Stunde, war dann das Morgenstudium. Studium, das heißt also Hausaufgaben machen und bearbeiten, womit die Lehrer uns traktierten damals. Und die Studienzeiten, die wir hatten, war für den Tag diese halbe Stunde eigentlich das Wichtigste. Kann dann mich noch so ein bisschen einfinden, ein paar Leute schon mal treffen, ein bisschen warm quatschen. Um 7.45 Uhr geht dann der Unterricht los. Danach Frühstück und 8 Uhr begann dann die Schule. Ja, Frühstück, also an 6 Tagen die Woche hatten wir von 8 bis 1, wenn ich mich recht erinnere. Ein Schultag endet dann am einen Langtag um 15.10 Uhr. Tja. Wir hatten genug zu tun. Wir kriegen genug Hausaufgaben auf. Und in der 5. und 6. Klasse hat man halt auch noch keine Hausaufgaben. Klar, man muss Berichtigungen machen und so, aber eigentlich geht das hier vollkommen. Also es ist natürlich viel zu tun, wenn gerade, sag ich mal, Klausurenphase ist, also wenn gerade alle Arbeiten geschrieben werden. Klar, man kriegt Hausaufgaben und so. Also ich persönlich komme aber eigentlich gut damit klar, weil wenn man im Unterricht zuhört und es ist schon ein bisschen was erledigt und so, dann kriegt man das gut hin. Also es ist nicht so, dass man komplett überfordert ist und gar nichts mehr hinkriegt. Ich meine, wir sind jetzt in der Q2, also unser Arbeitspensum ist wahrscheinlich höher als in den unterliegenden Stufen. Weil hier wird auch sehr viel praktisch auch gemacht. Wir hatten damals einen Sportplatz, der den Namen eigentlich gar nicht verdiente. Das war ein Sandplatz, der dort ist, wo heute hinter der Landwirtschaft die Obstbäume stehen.
Und das war also mehr Sand als alles andere. Wir haben so einen großen Sportplatz, wo wir auch hin können, mit dieser Tartanbahn. Und da können wir halt, da gibt es neben einem Asphaltplatz, da kann man Fußball spielen. Man kann eigentlich überall Fußball spielen. Man hat diese dieses SV-Haus, wo man sich Bälle ausleihen kann. Also eigentlich werden die Pausen immer ganz spaßig. Also wir hatten jeder ein Pult, das man aufklappen konnte und in wir unsere Schulsachen drin hatten. Das war auch hier in dem Raum. Also ich finde, die Schule ist sehr gut ausgestattet. Ja, also früher war sie, sag ich mal, nicht so gut ausgestattet. Ich glaube, wir hatten nicht mal richtiges WLAN. Nein, es war nicht immer so. Ich meine, wir sind ja auch erst in der Pandemie wirklich dazu gekommen, zum Online-Unterricht, zur Digitalisierung umzuswitchen in dem Sinne. Ja, also es war mühsam, ein Schulheft zu bekommen. Ja, Kugelschreiber gab es überhaupt nicht. Vielfach wurde noch mit Tinte, mit eintauchender Feder ins Tintenfass geschrieben. Und die Hefte, die Schulhefte, die wir hatten, da verlief die Tinte, die waren also wie Löschpapier auf jeden Fall, ganz äußerst primitive Sachen. Und dann wurde ja, glaube ich, über Corona die Entscheidung getroffen, dass wir alle iPads bekommen. Ja, es wird hier auch sehr viel mit iPads gemacht, sehr viel Digitales. Also ich finde die Ausstattung der Schule auch sehr gut. Der Pater Baumjahn, damals er war Schulleiter und Internatsleiter in einer Person, der ging also immer wieder mal an Wochenenden weg, um zu betteln, um Material für die Schule zu bekommen. Wir haben Beamer an den Decken, das ist einfach leichter der Unterricht damit, das ist richtig hilfreich. Wenn irgendwas präsentiert werden muss oder so, kann man das ganz einfach beim Beamer machen, nicht mehr über diese Oberlichtprojektor, wie wir früher hatten, die stehen noch bei uns in der Klasse rum. Also es war äußerst primitiv alles. Auch Schulbücher konnte man auch, die Schulbücher, die hier noch irgendwie überlebt hatten seit der Kriegszeiten, aber das war alles schon von Generationen gebraucht gewesen. Also Neues war unheimlich schwierig überhaupt zu bekommen in den ersten Jahren. Jeder Schüler, der an die Schule kommt, der hat hier direkt eine E-Mail-Adresse und kann auch auf alle Office-Sachen zugreifen, also PowerPoint und so. Das konnte man früher, dann sind wir mal in die Bücherei gegangen und haben dann in der Bücherei gearbeitet. Heute geht das natürlich übers iPad. Es gab nichts. Es waren also äußere Dinge, man wusste ja nicht anders. Es war nirgendwo besser. Soweit wir das beurteilen konnten überhaupt. Übrigens, Pater Baumjahn hat auch damals das Holz für unsere Öfen gesägt. Das hat also damals der Schule- und der Internatsleiter selber gemacht. Also mit der Verpflegung in der Cafeteria ist das Essen eigentlich immer ziemlich lecker. Ja, es war Mundsmiersalabe. Also die hatten, man hatte nichts. Und also unser Frühstück sah aus morgens, also abgezählte Schnitten Brot und dann eine Art Marmelade, ich vermute, die war aus Möhren hergestellt. Und dann kriegt man ja auch Mittagessen, das wird ja alles sozusagen das wird sozusagen serviert, kann man so sagen. Also wir kriegen jetzt so ein Schüsseln auf den Tisch und dann können wir uns das austeilen. Also es gab auf jeden Fall immer so eine grüne Theke, wo wir immer selber Salat holen mussten. Und zum Mittag? Also so Essen gibt es überhaupt nicht mehr. Also das schlimmste Essen, was es damals gab, das gab es schon mal abends. Das waren Gersten, also Graupen, mit Wasser, mit Salzwasser gekocht. Und dazu gab es grüne Tomaten. Heute gibt es auch grüne Tomaten, aber das waren unreife Tomaten. Die waren in Essig und sowas eingelegt. Und die sollte man dann dazu essen. Das war also fast für uns Kinder ungenießbar. Also am häufigsten gibt es in der Mensa sowas Trockenes wie Nudeln oder Reis und dazu dann noch so eine Soße, damit man sich das dann selber zusammenmischen kann. Es gab Unterschiede. Also meistens Kartoffeln mit irgendeinem Fleisch oder Gemüse. Und ich habe eine Freundin, die ist so sehr wählerisch, was Essen angeht. Und sie hat dann manchmal nur Salat gegessen. Sie saß in so einer Ecke und hat wirklich nur ihren Salat gegessen. Aber der Nachtisch war immer gut, weil es gab auch im Sommer Eis oder so. Das war cool. Dann ab Juni, schätzungsweise 47, sind wir mit dem Bruder Jukundus
hier in die Wälder gegangen und haben Tee gesammelt. Er zeigte uns, was wir sammeln sollten. Und dann gab es nachmittags, statt Wasser und Brot, gab es Tee und Brot. Es hat uns nicht geschmeckt, aber es gab halt nichts anderes. Also der Tisch ist gedeckt, wenn man kommt. Wir müssen eigentlich nichts dafür machen. Also wir können da reingehen, essen und wieder rausgehen. Also. Ja, das war ja die Hauptarbeit bei der Landwirtschaft, war für uns Schüler die Erntezeit der Kartoffeln. Wir wurden also, das ganze Internat wurde auf ein, zwei Anhängern und zum Beispiel mit dem Traktor durch Dellhofen gefahren auf den Werther Hof. Und dann kriegte jeder, sagen wir, 10, 15 Meter. Der musste abgeerntet sein, wenn der wiederkam. Der drehte immer seine Runden und wir mussten gucken, dass bis dahin die Kartoffeln aufgehoben waren. Das war also schon harte Arbeit. Sonst waren wir hier nicht. Busse gab es kaum. Also man kam hier nicht raus in der Zeit. Also manche Lehrer sind schon streng, aber wie ich gerade schon gesagt habe, also die meisten sind eigentlich ganz nett. Das waren unsere Lehrer und das war es aber auch. Es war ein sehr distanziertes Verhältnis. Also ich finde die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler am NGK schon ziemlich gut. Also auch, es ist nicht so eine gezwungene Beziehung, dass man so richtig Angst hat vom Lehrer und gar nicht mit dem reden möchte, sondern ich finde es wirklich entspannt. Man kann auch dem Lehrer, wenn irgendwas ist, einfach schreiben. Es ist was ganz anderes. Also bei uns in der Realschule war das immer nur so, okay, wir haben den Lehrer und wir haben die Schüler und der Lehrer guckt von oben herab. Das ist ein bisschen aufgebrochen hier, das finde ich angenehm, aber es ist auch nicht, dass er mein bester Freund ist. Aber ich könnte nicht sagen, obwohl das ja zum Teil, zu einem großen Teil damals noch Patros waren, dass man das Empfinden hatte, dass sie sich besonders um mich oder um einen gekümmert hätten. Und das ist generell so, wenn zum Beispiel ein Schüler Probleme hat, wir hatten früher einen krasseren Problemfall bei uns in der Klasse und er hat halt auch wirklich Hilfe bekommen. Wir haben auch Vertrauenslehrer und auch die Klassenlehrer setzen sich da ein. Also hier wird jedem geholfen sozusagen. Nicht, dass es schlecht ist. Ich finde manchmal sogar strenge Lehrer in dem Sinne besser, vor allem in Unterrichtsfächern, wo man sich verbessern möchte, wo man sich auch wirklich dafür interessiert. Strenge Lehrer gibt es immer und die gibt es auch hier. Das ist genug. Große Sache war Stillschweigen. Also abends nach dem Abend hieß es immer vom Abendgebet bis morgens nach der Heiligen Messe ist das sogenannte große Silenzium. Dann spricht man also nur mit jemandem leise und nur das Nötigste. Da war der Pater Bormian ganz stramm drin. Er konnte also schon mit höheren Strafen konnte man dann bedacht werden. Natürlich gibt es auch strenge Lehrer. Wir hatten auch früher eine Lehrerin, da hat man den ganzen Unterricht nicht geredet, weil man wirklich Angst hatte, dass man Ärger bekommt. Aber so, ich denke, alle Lehrer sind ein bisschen streng, weil man kann ja auch nicht so komplett, also die Klasse einfach so lassen, weil sonst wird es ja auch irgendwann chaotisch. Aber so, ja, es gibt ein paar wenige, die etwas strenger sind. Einige, die hatten das Amt des Monitors. Die saßen also im Studiersaal dabei und die sollten dann dem Direktor melden, wenn einer geschwätzt hatte. Und da gab es auch welche, die das taten. Und die waren dann aber auch nicht die beliebtesten. Das eine schlimme Strafe war Nahrungsentzug. Also begreife ich auch heute noch nicht. Also dass man dann in dieser Zeit in die Butter entzogen bekam, wenn man irgendwas angestellt hatte. Dann mussten wir Kreuzwege beten, wie das in frommen Anstalten damals schon war. Aber wir haben das alles nicht so ernst genommen, wie es vielleicht jetzt klingt. Dann zum Beispiel den Patres begegnen wir auch manchmal so, weil wenn man so hinten lang läuft beim Klosterladen und so, da laufen die auch manchmal lang. Wir haben ja einfach mit denen geredet oder so. Also es ist ganz entspannt. Die Schule gehörte zum Kloster. Nicht? Also da, die Feste des Ordens haben wir mitgefeiert. Und also da war keine Trennung zwischen, es war eine Einheit. Sicher die Beziehung, da die meisten Lehrer am Anfang, ersten Jahren Patres waren, war diese Einheit natürlich tiefer. Also ich würde sagen, es hat schon einen Einfluss, aber jetzt nicht einen übermäßig großen. Also natürlich, man nimmt das Gelände wahr, wenn wir zum Beispiel hier rumlaufen oder so.
Wir haben ja unseren Gottesdienst immer in der Basilika. Also da ist man, glaube ich, als Schüler auf jeden Fall am nächsten, auch vor allem in dieser Klosterumgebung. Es war eine katholische Schule und wir gingen jeden Tag in die Allgemeine und hatten morgen Abendgebet. Vor dem Essen, nach dem Essen wurde gebetet. Da würde ich sagen, dass zumindest von den Handlungsweisen und von dem Verhalten her der christliche Glaube auch hier eine Grundlage ist. Weil die Intention der Schule von Anfang an war ja, Priester und Missionare auszubilden. Nur man musste vorher sagen, und sollte es doch ehrlich gesagt haben, dass man in den Orden eintreten will am Ende. Das auch schon mit 10 Jahren. Der Glaube nimmt schon ein bisschen Platz ein, aber es ist immer noch eine normale Schule. Also ich denke, Gemeinschaft ist auf jeden Fall sehr wichtig und ich finde, der christliche Glaube ist ja auch sehr wichtig. Also natürlich hat man Gottesdienste und so, aber auch in der Klasse wird natürlich immer Gemeinschaft ausgelebt und auch in der Schule, jeder hilft, wenn er helfen kann. Es ist jetzt nicht so, dass jeder auf sich allein gestellt ist und man hilft einander. Das ist wirklich so eine Gemeinschaft und das finde ich auch sehr schön, weil es ist einfach einfacher, wenn man miteinander etwas macht, anstatt einzeln jeder. Ich finde das klasse. Das ist ja auch mit der Grund, warum es vielleicht ja in der Schule eben so sozial freundlich so hergeht, ist auch das, was ich immer von meinem Bruder quasi mitbekommen habe. Und ich glaube, deswegen ist es auch so ein Punkt, warum die Schule so ist, wie sie ist. Also ich glaube, wie er schon sagte, wir leben alle so in einem Luxus und es ist mir auch gerade ein bisschen bewusst geworden, was wir für Luxus haben. Aber es wäre sicher gut, wenn manches dann auch nicht so einfach wäre. Ich glaube nicht, dass wir heute mehr lernen, als wir gelernt haben. Die wissen viele, einige Dinge, die es damals noch gar nicht gab. Mehr. Also ich fand krass, dass als Strafe Lebensmittelentzug ist, also so Essensentzug. Erzählt, der Schultag, der hat ja gar keinen Zugehör, keine Bindung zu den Lehrern. Das, denke ich, ist heute auch total unvorstellbar. Wir dürfen schon dankbar sein für die Entwicklung, die es genommen hat und auch wünschen, dass unsere heutigen Schüler sich dessen mehr bewusst werden, in welcher privilegierten Situation sie leben. So, wenn man sich so eine Zeitreisemaschine setzen könnte und dann so zurückreisen würde, vielleicht für eine Woche, für einen Monat, denke ich, das wäre ganz interessant, das mal mitzuerleben und so. Aber ich glaube, für die komplette Schulzeit ist es ja anstrengend. Das wäre für mich zu hart.